Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ingo Vogel, Gesundheitskabarett, Rauchen, Saufen, Sex und Drogen, das kleine Wochenendpaket. Gemeinsam mit der österreichischen Gesundheitskasse versuchen wir euch mit unseren Videos die Zeit des Zuhause-Seins ein bisschen zu erleichtern, zu verkürzen und euch trotzdem die Themen aus dem Gesundheitskabarett näher zu bringen. Es ist heute ein besonderes Video, weil wir es nicht gerade heute oder gestern drehen konnten, aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß. Möglicherweise ist überhaupt ein Blackout. Na, dann können wir es nicht einmal euch online stellen. Oder das Blackout ist schon wieder aus, aber wir haben das Video noch und es ist wieder online stellbar. Oder ich bin krank oder es ist irgendeine Bestimmung, die uns daran hindert. Warum auch immer, sei es drum. Es gibt trotzdem ein Video für euch, damit wir euch nicht alleine lassen müssen in dieser Zeit, wo man so viel alleine zu Hause ist. Ich möchte euch heute ein bisschen zu meinem Hintergrund erzählen, was habe ich beruflich gelernt. Ich bin von meiner Ausbildung her Sozialarbeiter geworden. Ich habe Sozialarbeiter gelernt vor vielen Jahren, damals war das noch gar nicht, heute ist das Fachhochschule, heute wird man da Bachelor und Master. Ich habe das damals zu einem Zeitpunkt gemacht, da ist es die Sozialakademie gewesen. Sozak hat das kurz geheißen, Sozak. Ja. Und da ist man hingegangen und hat diese Ausbildung gemacht und dann hat man abgeschlossen, am Ende nach 4 Jahren berufsbegleitend war das damals, mit dem ehrenvollen Titel Diplom-Sozialarbeiter. Und meine Damen und Herren, und ihr wisst es, Titel spielen in Österreich eine große Rolle. Ja, ja, da hat man schon was, mit einem Titel hat man was, ja. Und ich habe auch einen Titel, eben Diplom-Sozialarbeiter. Kürzt sie ab DSA und DSA kennt keine Sau. Und schreibst DSA in den Computer rein, dann macht es ganz kurz und es steht da das. Weil der Computer glaubt, du kannst das nicht und repariert es. Ich habe als Sozialarbeiter auch gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen. Bei der Bewährungshilfe in einem Wohnprojekt für Haftentlassene. Werde ich vielleicht in einem anderen Video noch ein bisschen erzählen davon. Es war spannende Arbeit, hat man auch sehr taugt. Ich habe gearbeitet bei den Salzburger Kinderfreunden, Ferienspiel, Spielplatzbetreuung und dergleichen, lässige Aufgabe, hat mir auch irrsinnig taugt und eine Zeit lang im Krankenhaus, im Landeskrankenhaus in Salzburg. Und wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, dort haben alle so Namensschilder und die laufen alle mit diesen Namensschildern herum und diese Namensschilder sind bei den Menschen teilweise vierzeilig. Aber nicht, weil die so lang heißen, sondern weil die so viel Titel haben. Und umso Titel, desto Mann. Wenn man in einem Krankenhaus zum Beispiel schaut, schauen wir uns die Ärzte an. Ärzte sind mittlerweile zu 50% Frauen. Im Studium sind überhaupt 65% Frauen im Medizinstudium. Also Ärzte sind zu 50% Frauen, außer sie sind Primar, dann sind sie ein Mann. In Österreich sind 89% der Primare Männer, obwohl 50% der Ärzte Frauen sind. Warum ist das so? Ist nicht so schwierig. Aus einem ganz einfachen Grund, da verdient man mehr. Das machen wir. Es ist ja wohl ein ganz österreichisches Modell. Wenn es viel Geld und hohe Anerkennung gibt, macht es ein Mann. Wenn das einmal viele Frauen machen, zahlen wir einfach nicht mehr so viel dafür. So ist es in Österreich. Ich habe auch ein Namensschild gehabt im Krankenhaus. Ich musste aber 4-mal neu bestellen, bis nicht mehr das Ingo Vogel draufgestanden ist. Und dann habe ich endlich ein Schüttel gehabt mit DSA. Und braucht hat es einen Schaß. Ich habe meine Arbeit gemacht. Gas durch das ganze Krankenhaus. Wir waren damals 2 Kräfte für 1500 Bettenhaus. Da bist du schon sportlich am Schwatteln, damit du überall mal vorbeikommst. Ritt mir ein junger Turnusarzt da und sagt, Vogel, ich verstehe es nicht. Ich treffe sie in dem ganzen Krankenhaus. Ich habe keine Ahnung, was sie arbeiten. Und was heißt dieses DSA? Sage ich, hast du studiert? Sagt er, ja, freilich habe ich studiert. Sage ich, ja, schau, aber mit was hast du abgeschlossen? Sagt er, ja, Doktor. Sage ich, ja. Ohren. Schau, wenn du heute ein Studium mit Doktor abschließt wie du, dann schreibt man Doktor sowieso. Wenn man das zweite Studium mit Doktor abschließt, schreibt man Doktor, Doktor. Ab dem dritten, vierten schreibt man nicht mehr Doktor, 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 schreibt man Doktor sämtlicher Akademien und das kürzt sie ab DSA.
Ich kann es auch nicht ändern. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ganz ehrlich, gerade in Zeiten von Corona, ein Krankenhaus funktioniert nur deswegen, weil alle Aufgabengebiete dort drinnen arbeiten. Natürlich angefangen vom Primar oder umgekehrt angefangen von der Reinigungskraft bis hin über die Pflegekräfte, über die Küche, die euch versorgt dabei, alle. Seelsorge, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Pflege, medizinische Bereiche, Radiologie, Reinigungskräfte und dahinter der ganze technische Bereich, die Unterstützung, dass das von der Elektrik her und ich kann es gar nicht aufzählen, weil ich sicher wen vergiss. Ihr alle, jeder Einzelne, seid die, die dieses Werkel am Laufen halten und das darf man ganz, ganz selbstbewusst. Ich wünsche euch dabei gutes Gelingen. Meine Hochachtung habt ihr. Wir kommen bei mir im Video zu den Fragen und die Frage, die sich stellt, ist: Geht's mir wieder gut? War ich überhaupt krank? Warum ist dieses Video voraufgezeichnet und nicht ein frisches? Was ist die Herausforderung, die mich momentan beschäftigt, um ein Video nicht kurzfristig aufnehmen zu können? Und wann wird diese Herausforderung vorbei sein? Wir wissen es nicht. Aber eine Frage, die immer bleiben wird. Und wenn Corona vorbei ist, gibt es dann immer noch Videos? Keine Ahnung. Aber dann gibt es wieder Live-Veranstaltungen. Und ich freue mich auf euch als Publikum. Servus. Die Kennerinnen und Kenner unter euch werden gemerkt haben, es hat sich hierbei um ein Vorsorgevideo gehandelt. Allerdings, heute stimmt es nicht ganz. Heute Montag hätten wir tatsächlich kein neues Video aufnehmen können, weil ich jetzt gerade, wo das Video online gestellt wird, bei der Vorsorgeuntersuchung bin. Aus dem Grund könnte ich gar nichts aufnehmen. Und ganz ehrlich, ich hoffe, es geht mir gut. Aber das wird jetzt bei der Vorsorgeuntersuchung gerade festgestellt werden, weil es ist nämlich schon wichtig, dass man, auch wenn es Corona gibt, ja, alle anderen Punkte, wo man auf seine eigene Gesundheit schauen kann, auch wahrnimmt. Und das ist nichts anderes, als ich euch mit dem Gesundheitskabarett empfehlen möchte, als euch die österreichische Gesundheitskasse empfiehlt. Corona ist ein wichtiger Punkt, aber tut's nicht das andere vergessen. Nicht hergehen und sagen, Corona, 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 ich habe einen Zahnarzttermin, ha, den habe ich nicht, ich brauche nicht mehr zum Zahnarzt gehen, wir haben Corona, das ist ein Irrtum. Ja? Aus dem Grund war ich heute bei der Vorsorgeuntersuchung und hoffe, dass es mir gut geht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video von heute und jetzt komme ich noch einmal. Und dann nimmer mehr. Nimmer in der Regelmäßigkeit. Für dich.